Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing von der Degusta-Box für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt und wie sich das ein oder andere vielleicht auch geschmacklich entwickelt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt und ich darf in diesem Video auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau da gerne mal vorbei. Und das ist eine Foodbox, die es monatlich gibt. Und die kommt auch immer so Richtung Ende des Monats. Und jetzt ist sie schon bei mir. Ich kann sie auspacken, euch zeigen, was drin ist. Und ich habe Hunger. Es ist 19.05 Uhr. Und ja, Abendbrotzeit, Leute. Ich habe richtig Hunger. Und die kostet 15,99 € im Monat und da sind 10 bis 15 Food-Produkte drin, sowohl so ganz coole Neuheiten, die just mal gerade auf dem Markt sind, als auch irgendwie so Produkte, die einfach so altbekannt sind, aber trotzdem mega lecker, ne? Meistens, ja. Und Essen und Trinken ist da drin und ja, ich habe eine Schere. Ich mache dieses große, schwere Paket einmal auf, also... Es ist wirklich schwer. Dennoch hebe ich sie einmal kurz hoch, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Uff. So sieht es aus. Es hat so ein Butterbrotpapier, was man aufmachen kann. Gott, es ist so schwer. Entschuldigung. Das kriegen wir hin. Und dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, beziehungsweise den Flyer. Wollen wir uns aber gar nicht so genau angucken, denn wir wollen Produkte testen. Wir wollen essen. Als erstes haben wir von Snetz Hummus-Sticks, Basilikum und Petersilie mit Kichererbsenmehl. Ach, wie geil ist das denn? Das ist glutenfrei, mediterrane Sticks. Nicht frittiert, natürliche Zutaten, ja. Komm zu Mama, ich hab Hunger. Oh, riecht gut. Basilikum und Petersilie, so schauen die aus. Oh, und mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Mm. Gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie mega lecker. Die am besten noch irgendwie mit einem Dip oder so. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann habe ich hier von Knorr etwas mit drin. Linsenfrikadellen. Heute ist mein Veggie-Tag. Okay, natürliche Zutaten und dann machst du das. Was muss damit zu? 75 Gramm rote Linsen und eine Zucchini. Und dann machst du dir so einen Linsenbratling. Okay, ja, das kann man abends mal probieren, ne? Finde ich ganz cool. Dann haben wir noch mehr Süßkartoffel-Linsen-Curry, Linsen-Bolognese. Auch das ist Veggie. Und nochmal Linsen-Bolognese. Okay. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht mehr so ein Fan von diesen Tütchen-Geschichten, aber ab und an gönne ich mir das tatsächlich doch nochmal so abends. Aber eigentlich, finde ich, brauche ich das jetzt nicht unbedingt in einer Degusta-Box drin haben. Von Coavach habe ich hier das nächste Produkt. Koffein-Kakao, Bio-Kakao und Guarana. Typ Apfelstrudel. Was? Oh mein Gott. Okay. Einfach mit warmer Milch, Milchalternative oder Wasser machen. Und dann mit 180 ml Flüssigkeit heiß oder kalt aufgießen. Hä? Also das machst du. 2 Teelöffel davon machst du dir in... Ich brauche jetzt kein Guarana um 7 Uhr abends, Leute. Ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen zu heftig dann. Aber das werde ich mir morgen mal reinziehen. Mit Typ Apfelstrudel. Oh mein Gott, das gehört jetzt nicht unbedingt in den Sommer. Aber gut, ich sitze ja auch mit dem Winterkleid. Ne? Es ist heute nicht so ultra warm. Sehr windig heute. Crazy. Echt crazy. Ich werde das jetzt nicht... Aber ich werde es schon ein bisschen mal probieren. Ne? Ich mache das mal auf und probiere das so ein bisschen. Ich habe zwar nicht zum Mixen da, glaube ich. Nein. Okay, es riecht nach Kakao. Ne? Ich habe eine Gabel. Ich habe mir ein bisschen Pulver drauf geholt. Ja, es schmeckt ein bisschen nach Apfelstrudel mit Schokosoße drüber. Kakao-Apfelstrudel ist auch mal geil. Okay, hier haben wir etwas. Das können wir dann wahrscheinlich zusammen mit dem von Knorr machen. Und zwar ist das 3 Glocken Genuss pur. Reines Vollkorn, reines Wasser, sonst nichts. Spiralen. Ja, ich mag das, wenn hier so Basic-Lebensmittel drin sind. Ne? Also auch mal ein Paket Nudeln oder teilweise hast du hier auch so Aufbackbrötchen mit bei oder mega geile Süßigkeiten und sowas. Also auch so kuchenartige Süßigkeiten. Sowas feiere ich total. Und deswegen finde ich es cool, dass hier Nudeln mit drin sind. Ja, gut.
Und Vollkornnudeln sind auch gesünder, weil die halt auch richtig gut satt machen und einfach gesünder sind. Deswegen ist das Ganze hier auch gerade so schwer gewesen. Denn wir haben hier einfach mal so ein Oschi. 2 Liter Himbeere, Rosmarin von Pfanna, Botanic Tea aus direkt aufgebrühten Kräutern. Wie witzig ist das denn? Ich werde jetzt mal eiskalt direkt aus der Packung trinken, auch wenn ich Lippenstift drauf habe und so ein Kram. Aber ich habe eine Gabel mitgenommen aus der Küche, aber leider kein Glas. Zum Ausstehen bin ich gerade zu faul. Prost. Oh, lecker. Himbeere und Rosmarin passt voll gut zusammen, Leute. Lecker. Den Rosmarin schmeckst du aber nicht so intensiv. Schmeckst die Himbeere. Und das ist so ein bisschen wie Himbeereistee, aber mit so einem frischen Nachgeschmack irgendwie. Ziemlich cool. Das habe ich diesem Ding echt. Von Nature Valley habe ich hier Nut Butter Erdnuss. Oh ja. Ui, das sieht gut aus. Das sind Vollkorn, Hafer, Gerstenkekse irgendwie. Und dazwischen ist Erdnussbutter. Das sind so einzelne Riegel und da sind 4 Stück von drin. Das täuscht, ne? Dieses gesunde Außendrum zu, dieser Hafer-Vollkorn-Cookie und in der Mitte ist einfach geile Erdnussbutter drin. Oh. Mm. Das ist voll lecker. Die Erdnussbutter kommt echt gut. 1A, mega geil. Dann habe ich von Dr. Karks Genuss mit Biss Kokos und Curry Linsensnack. Die haben es auch heute mit ihren alternativen Geschichten, ne? Cool. Nach so einem Erdnussbutterriegel erstmal einen Linsensnack. Kann man machen. So schaut das aus. Und das ist auch irgendwie mit, sind das Sesamkörner oder was ist das? Das ist Kokos da drauf. Linsen, Dinkel, Kokoschips, siehste. Curry ist da auch mit drin. Ach, du ahnst es nicht. Wild Oriental. Kokos und Curry. Habe ich das nicht eben vorgelesen mit dem Kokos? Ne? Erstaunlich süß und erstaunlich lecker. Und bio ist es auch noch und neu. Das schmeckt gut. Hier habe ich was drin. Gut eingepackt, weil ist ja Glas, ne? Hier haben wir süßen Senf von Develei. Wie cool. Das ist ja gerade so für die Weißwurstzeit in Bayern ganz geil. Zünftig, weniger zuckrig. Ich bin ein süßer Senf. Für dich lasse ich nicht nur das E weg, sondern auch 30% Zucker. Greif zu und überzeug dich von meinem vollen Geschmack. 100% natürliche Zutaten. Ja, das machen wir mal auf und dann dippe ich mal diesen Linsensnack da rein. Ne, süßer Senf. Riecht gut, schmeckt bestimmt auch gut. Ich glaube, das kommt jetzt ganz gut zusammen. Okay, so. Nehme ich mir ordentlich was drauf. Ich liebe süßen Senf. Das schmeckt echt gut. Oh, mein Brötchen. Mal lecker. Na gut. Das schmeckt echt lecker. In Kombination mit dem Linsenkram werde ich mir das heute Abend auch gönnen. Jetzt brauche ich erstmal was zu trinken und das habe ich ja erfreulicherweise auch. Von Schweppes Fruity Mango und Passionsfrucht. Jo. Wieder einfach mal so ein Liter. Nicht so kleine Probiergrößen. Nee, nee. Oh, oh, oh. Da ist Kohlensäure drin, da muss man aufpassen. Mh, das riecht nach diesem Solero-Eis oder wie das heißt, ne? Boah. Nicht zu intensiv vom Geschmack her. Sehr, sehr erfrischend. Und es schmeckt bei weitem nicht so intensiv, wie es riecht. Aber es gefällt mir. Doch. Das hatten wir, glaube ich, schon mal drin. Von Red Band Weichgummi gezuckert. Und das ist halt einfach so weich. Das so als Nachtisch. Lecker. Wobei ich bin tatsächlich eher so der Typ süß und salzig im Sinne von Schokolade und Salzgeschichten anstatt von Gummitierchen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare rein. Das letzte wäre jetzt hier was zum Atemerfrischen von Zmint Xylit ohne Zucker in Mint-Geschmack. Ja, kann man ab und an mal gebrauchen, das kommt bei mir ins Auto, ne? Da kann man sowas immer gut gebrauchen, deswegen finde ich ganz cool. Die haben wir damals auch so gerne gegessen. Du drückst hier oben drauf und dann kommt unten dieses Smint raus. Eigentlich ganz cool. Kommt aus meiner Jugendzeit noch. Coole, abwechslungsreiche Box, wo mir alles von geschmeckt hat. Mega geil. Doch, mir hat es vor allem gefallen, dass hier auch so Basic-Produkte mit drin sind, wie die Nudeln und der Senf. Mega geil. Und die anderen Sachen, die werden jetzt gleich alle so nach und nach gesnackt. Und ja,
wie gesagt, in diesem Video kannst du eine Box gewinnen. Was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!